Ich glaube, das ist ein Thema, was gerade omnipräsent ist, was nicht nur mir sehr am Herzen liegt, sondern was sehr, sehr vielen Menschen am Herzen liegt. Das sehe ich, wenn ich in den Messehallen bin. Das sehe ich, wenn ich nach Hause fahre, in den Parkplatz Braun, wie viele Leute sich einfach engagieren und helfen. Und das berührt mich einfach. Die Geschichte berührt mich, wenn ich vor 2 Tagen, ja, diese persönlichen Geschichten, wie man geflohen ist, was man erlebt hat, wenn man sowas hört, dann das vergisst man auch nicht so schnell. Und dann gibt es für mich nur einen Gedanken, der heißt helfen. Also wir hatten einfach einen super netten Abend und es war einfach mal wichtig, diesen Kindern und Jugendlichen vor allen Dingen gewisse Normalität, wenn man das sagen kann, und gewisse Freude am Leben wiederzugeben. Und es ist einfach so, dass diese Menschen in ihren Flüchtlingslagern leben oder, ja, man kann schon fast sagen, ich will sagen, vegetieren, das klingt immer so böse, aber das ist halt einfach irgendwo auch ohne Aufgabe. Und das ist, glaube ich, auch ein Riesenthema, wenn ich sehe, wie viel Energie, wie viel Drive diese Jugendliche haben. Und das sind so Kleinigkeiten am Kickertisch. Die waren stundenlang damit beschäftigt, mit einer Freude, mit einem Enthusiasmus, den Lasse, den wir gar nicht mehr so kannten irgendwo. Das ist, ja, das einfach, das stellt sich mir die Frage, geht eigentlich so einfach, irgendwas zu bieten und beziehungsweise, ja, zu organisieren. Ich habe da gar nicht an St. Pauli und HSV und Rivalität gedacht. Für mich geht es da um ein übergeordnetes Thema. Und das heißt einfach, den Flüchtlingen, die da sind, einfach zu helfen. Und die Flüchtlinge müssen integriert werden und die wollen auch einfach mal wieder ein Stück Freude im Leben haben. Und deswegen, ich kann ja wirklich sagen, ich habe in keiner Sekunde daran gedacht, Lasse, der spielt ja bei St. Pauli, oder was denken die Fans? Das war mir in dem Moment auch wirklich ehrlich gesagt total egal. Früher hat mich das vielleicht mehr belastet, aber ich bin auch schon ein paar Jahre dabei und man entwickelt auch Mechanismen einfach, die dann einfach greifen, dass man sagt, okay, Arbeit ist Arbeit, bleib zu Hause, das kennt ja jeder. Also du nimmst jetzt auch nicht die Probleme, die du mit deinen Kollegen vielleicht hast, mit nach Hause. Und das geht bei euch vielleicht ein bisschen einfacher mit Verlaub. Wir sind da ein bisschen präsenter, da gibt es eine Presse, Medien, wir hören und lesen, aber da kann man sich auch einfach einen Weg zusammenbasteln. Der eine liest nicht, der andere lacht drüber. Ja, den anderen trifft es ein bisschen mehr, rede dann drüber, dann ist wieder okay. Aber unterm Strich, um die Frage zu beantworten, wir versuchen einfach konzentriert unser Tagesgeschäft zu machen. Mit Spaß und Freude zu trainieren, das umzusetzen, was der Trainer mitgibt. Und dann am Wochenende gucken, dass wir das, was wir trainiert haben, einfach im Stadion umsetzen. Ich glaube, wir haben eine gute Mannschaft. Nichtsdestotrotz, zum Schluss jetzt mit der Verpflichtung von Aaron. Finde es ein bisschen schade, nicht mehr seine Elfmeter halten zu können. Aber ich glaube, dass er ein Spieler ist, der uns extrem weiterhilft. Und ja, die Mentalität, die stimmt. Und die Richtung, die wir einschlagen, ist meine ehrliche Meinung, stimmt auch. Aber wir müssen es mit Punkten untermauern. Und ja, da haben wir wieder die Chance am Freitag.